Hast du gewusst, dass Selbstfürsorge eine meiner häufigsten Antworten ist? Nun nein, vermutlich nicht, denn woher sollst du es wissen, wenn du mich nicht kennst? Wenn du mich schon kennst, vielleicht hast du es dann doch gehört. Ja, Selbstfürsorge ist wirklich eine Ausrichtung, eine Haltung, die besonders für uns Frauen sehr wichtig ist, weil wir durch unsere Muster und Prägungen ganz oft so in unserem Alltag verstrickt sind, dass wir darauf zu wenig Acht geben. Deshalb dieses Video mit auch etlichen ganz konkreten Tipps und Anleitungen. Also bleib dran und vielleicht allem anderen voran, abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft diese wertvollen Tipps für dein Yin-Bewusstsein zeitgerecht erhältst. Ich bin Daniela Hutter, ich beschäftige mich schon seit 20 Jahren mit den Themen Gesundheit, aber auch eben Mentalbewusstsein für die Frauen. Mein Ausgangspunkt war damals mein eigener Schmerzpunkt. Ich war einfach ganz oft müde, ganz oft erschöpft und ein bisschen unzufrieden, ein bisschen frustriert, unter uns gesagt, sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Ich war damit schon ganz schön anstrengend für die Leute, die mit mir waren, aber am alleranstrengendsten war ich für mich selber und deshalb habe ich mich vor einem Vierteljahrhundert auf den Weg gemacht, um Antworten zu finden auf die Frage, was braucht es in unserem Alltag, als dass wir Frauen dieses Viele besser auf die Reihe bekommen, besser im Sinne von, dass wir dabei selber nicht auf der Strecke bleiben. Ja, bevor es losgeht, lass uns schauen noch einmal auf das Konzept von Selbstfürsorge. Ich habe ja gesagt, ich verwende es ganz oft bei verschiedenen Themen im Bereich Gesundheits- oder Mentalcoaching. Es ist immer ein Thema, immer eine Antwort, wenn es um Stress und Überbelastung geht. Ja, viele Frauen fühlen sich gestresst, überfordert, nicht im Sinne von, dass sie nicht ausreichend zugänglich wären für die Lösung und für die Herausforderungen, aber überfordert mit dem Vielen, was sie zu tun haben, mentale wie körperlicher Overload, zu viele Aufgaben, zu viele Verpflichtungen. Ja, das führt direkt in Müdigkeit, eine chronische Müdigkeit, die quasi den Alltag begleitet, ein ständiges, immer wieder sehr erschöpft sein, weil wir aufgrund von Muster, aufgrund von Prägungen, über die ich auch noch spreche, einfach zu wenig Zeit für Erholung und Regeneration meistens uns gönnen. Insgesamt ist es auch oft so, dass Frauen dann ein niedriges Selbstwertgefühl haben. Es gibt dann diesen Blick auf vermeintliche Rollenbilder, die uns vor allem aus dem Konsumwelt, aus den Medien erreicht, wo man die perfekte Frau sieht. Ja, da gilt es auch, das eigene Selbstbild bewusst wahrzunehmen, zu korrigieren, aber nicht nach unten, sondern nach oben. Und jetzt auf der körperlichen Ebene gibt es auch immer wieder Beschwerden, weil natürlich dieses feinstoffliche Wesen sich über den Körper dann ausdrückt und die körperlichen Themen sind meistens Schlafprobleme, auch der Mangel an Selbstfürsorge kann dann oft auch im Körper sich ausdrücken durch Kopfschmerzen, durch Verspannungen, für Magen-Darm-Probleme, Verdauung und so weiter. Und immer wieder hast du dann die Antwort auf Selbstfürsorge, sogar wenn es darum geht, dass ich mit ihnen über partnerschaftliche Probleme sprechen muss, ja, dass sie ihre Anliegen an mich herantragen. Selbst dann lautet meine Antwort ganz oft Selbstfürsorge. Deshalb lass uns mal ganz kurz in wenigen Sätzen drauf schauen, was heißt eigentlich Selbstfürsorge, wenn wir es aus der Theorie betrachten. Ja, weil wenn wir nicht ein ganz klares Bild dafür haben, dann bleibt Selbstfürsorge eine Absichtserklärung, so ein nebulöser Begriff, ein bisschen schwammig und viel zu wenig konkret für unseren Alltag. Also zur Selbstfürsorge gehört definitiv dazu die Selbstachtung und die Selbstpflege. Ja, ein bewusstes Handeln für sich selber, ein bewusstes Tun für sich selber und auch Entscheidungen ganz bewusst zu treffen hin zu sich selber, als dass wir auf der körperlichen, emotionalen wie geistigen Ebene ein besseres Wohlbefinden erzeugen können. Und wenn wir von Selbstfürsorge sprechen, geht es auch immer Hand in Hand mit den Begriffen von Selbstakzeptanz, Selbstmitgefühl und auch natürlich Selbstrespekt, denn wenn wir uns nicht selber respektieren, wie soll es denn dann klappen mit der Selbstfürsorge? Und was ich ganz oft auch
eingangs immer den Frauen mitzugeben habe, ist, dass Selbstfürsorge und dieses ganze Konzept dazu keine Egoismusgeschichte ist. Ja, das ist kein egoistisches Handeln. Das ist manchmal bei manchen so die Angst, ja, bin ich denn nicht egoistisch? Oder andersrum, manche bekommen es sogar aus ihrem Umfeld, wenn dann die Liebsten sozusagen eine gewisse Veränderung bemerken, was ja nicht immer gemütlich ist für jene, und dann hören die Frauen manchmal sowas wie, ja, bist du denn jetzt auf dem Ego-Trip? Nein, Selbstfürsorge ist keine egoistische Handlung, sondern eine notwendige Voraussetzung für eben dieses Wohlbefinden, und es ist eine grundlegende Komponente, auf die wir dann aufbauen können für ein gesundes und erfülltes Leben. Also, jetzt lass uns noch einmal tiefer eintauchen in die Begrifflichkeit, und du bekommst da jetzt schon erste Ideen auch für konkrete Beispiele, aber ich gebe dir dann noch tiefere. Aber lass uns wirklich diesen Blick drauf geben, damit dieser Begriff Selbstfürsorge wirklich von Wort zu Wort von mir für dich noch konkreter wird. Es umfassen nämlich ein paar Konzepte das Thema Selbstfürsorge, die da ineinander greifen wollen. Das erste ist wirklich Selbstreflexion. Ja, Selbstreflexion und dieses sich seiner selbst bewusst zu werden. Ja, dass wir wirklich spüren, wie geht es mir denn heute, was brauche ich, was sind meine Grenzen. Und in alledem gilt es, auch den Baustein oder dieses Puzzlestück von Selbstakzeptanz zu berücksichtigen. Denn in der Selbstakzeptanz ist auch diese Weichheit, die es für uns selber braucht, damit wir nicht in diesem ganzen, ich sage mal, Verbesserungsprozess nicht auch hart mit uns werden oder etwa gar streng. Ja, es braucht, dass wir eine gewisse Selbstakzeptanz und ein Selbstmitgefühl entwickeln, aus der heraus wir uns auch erlauben, nicht perfekt zu sein, aus der heraus wir uns auch erlauben, Fehler zu machen und eine Haltung erreichen, dass wir uns selber so annehmen, wie wir sind. Dann ein dritter Aspekt, der sich in die Selbstfürsorge reiht, ist tatsächlich die Thematik von Grenzen setzen. Denn gerade wir Frauen neigen sehr dazu, vielleicht unsere Grenzen zu kennen oder zu fühlen, aber sie dann nicht zu kommunizieren, ja, sie nicht anzuerkennen und sie eigentlich selber nicht zu respektieren. Und wie soll sie dann ein anderer respektieren, wenn wir das selber eigentlich nicht tun? Deshalb gilt es, dass wir lernen, Überforderung zu erkennen, Nein zu sagen, wenn es das braucht, und einfach auch klare Grenzen zu setzen, innerhalb unseres Miteinanders, einerlei, ob eben in einer Beziehung, der Familie, auf der Arbeit, ja, wo immer es wirklich um Verpflichtungen auch geht, und dass wir wirklich spüren, wo gilt es, dieses Stopp zu setzen. Dann ein anderer Aspekt oder der nächstwichtige, der vielleicht sogar mit Selbstfürsorge immer gleichgesetzt wird, ohne dass wir erkennen, es ist ein Teil davon, ist dieser bewusste Raum für sich selbst, der Zeit für sich selber zu haben. Ja, und da gilt es einfach ganz bewusst, diesen Raum im Alltag zu schaffen. Da geht es einerseits um Pausen und andererseits geht es schon auch darum, dass wir Zeiträume füllen mit etwas, was uns wirklich Freude macht. So, Selbstfürsorge heißt ja auch Fürsorge. Wenn wir für andere sorgen, dann ist uns ganz klar, dass wir unsere Familie unterstützen, sich gesund zu ernähren, vielleicht den Partner motivieren, dass er zum Sport geht, ja, oder einfach geben, was notwendig und wichtig ist. Bei sich selber übersieht man das wieder gleich. Deshalb gehört auch als weiterer Baustein zum Konzept Selbstfürsorge wirklich dazu, dass uns bewusst ist, welche Lebensgewohnheiten sind für uns gesund oder eben auch nicht. Und es gilt auch darauf zu achten, dass wir eine
körperliche Gesundheit unterstützen, ja, indem wir das tun, was es braucht, ob jetzt das die Ernährung ist und oder der Sport ist und oder ausreichender Schlaf ist und oder die Bewegung ist die regelmäßige. Ja, also Selbstfürsorge bedeutet tatsächlich auch, dass wir diese grundlegenden Bedürfnisse entscheidend berücksichtigen, um hier zu einem Wohlbefinden zu gelangen. Nein, nein, wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen mehr an Bausteinen für Selbstfürsorge. Ich hoffe, du notierst sie dir und am besten ist sowieso, du hättest deine ganz eigenen Ideen, wie du diese einzelnen Bausteine eben in dein Leben umsetzen kannst. Aber wenn du keine Ideen hast, dann habe ich sie dann auch noch für dich. Aber zunächst ist schon wichtig, dass du einfach weißt, was alles zur Selbstfürsorge dazugehört. Wir hatten ja jetzt schon 5 Punkte. Der 6. Punkt ist tatsächlich, dass wir Selbstpflege-Rituale entwickeln. Und das sind Rituale, die uns dabei helfen, dass wir entspannen, dass wir regenerieren, dass wir Stress abbauen. Ja? Also diese Pflege, nicht nur auf der Körperebene, sondern da geht es schon wieder insgesamt auch um das Wohlfühlen. Das kann jetzt Yoga sein, das kann Meditation sein, das kann ein warmes Bad vielleicht sein, das kann, wenn du Musikliebhaberin bist, dieses Hören von bewusst schöner Musik, die dir gefällt, sein oder dich zu bewegen zur Musik, zu tanzen oder auch ab und an mal ein gutes Buch. Dann, was ich bei Selbstfürsorge immer versuche zu ergründen, ist auch, gibt es denn hier jemanden, der ein Umfeld für dich gestaltet? Wie ist das mit deinem sozialen Netzwerk? Ja, welche Freunde tun dir gut? Gibt es Menschen in deiner Familie, die dir besonders gut sind? Ja, also dass man sich auch in Gefühlen, Bedürfnissen mitteilen kann und wenn es das braucht, eben auch um Unterstützung bittet. Man muss nicht alles alleine schaffen. Ja, gerade wir Frauen haben so eine Taktik an uns, das heißt, ich schaffe das schon alleine. Und Sidestep, das wäre ein Yang-Dilemma. Aber über Yin und Yang sprechen wir ja an anderer Stelle. Dann unter dem Konzept Selbstfürsorge möchte ich einfach auch die ganzen Mindfulness-Praktiken, also Achtsamkeit, erwähnen. Das ist dieses Bewusste im Hier und Jetzt zu leben. Ja, wenn man darin schon geübt ist, dann geht das ein bisschen einfacher. Wenn die Gedanken wieder mal Galopp rennen und sich vielleicht zu viele Sorgen um andere oder auch zu viel Sorgen um die Zukunft machen, als dass wir immer wieder uns gut ins Hier und Jetzt zurückholen, auch eine Art der Abgrenzung. Aber ich weiß aus der Erfahrung, für viele ist das gar nicht so einfach und da braucht es dann Unterstützung, dass man das vielleicht mit ein paar Übungen umsetzt. Andere Empfehlung von mir, ein weiterer Baustein, sind tatsächlich Entspannungstechniken. Nicht jeder tut sich mit dem Gleichen gleich gut. Ja, deshalb muss man einfach verschiedenste Übungen ausprobieren. Ist es die Meditation oder ist es vielleicht besser mit Atemübungen oder ist es vielleicht besser mit progressiven Muskelentspannungen oder unterstützt man sich einfacher mit Visualisierungsübungen? Du siehst, wir haben schon ganz schön viel zum Thema Selbstfürsorge zusammengesammelt. Und einen allerletzten Aspekt möchte ich dir auch noch im Thema Selbstfürsorge erwähnen, weil ich das ja auch oft höre, dass man zu mir kommuniziert, ja, da gönne ich mir dann eine Tasse Kaffee oder in Ruhe einen Tee. Ja, das kann so eine Art Selbstbelohnung sein. Da ist halt gut, wenn du darauf achtest, dass du dich mit etwas belohnst, was dir auch wirklich gut tut, im Sinne von Gesundsein. Kaffee ist immer so eine Sache im Sinne des Yins, der schickt dich eher ins Yang hinein. Süßigkeiten ist ja auch so eine Sache und wir wollen nicht unbedingt die Konsumindustrie ankurbeln. Aber da gibt es ja noch eine Fülle von, wie man sich selber Gutes tun kann und sozusagen eine Belohnung als Zuwendung zukommen lassen möchte. So, und jetzt möchte ich dir noch ein paar Beispiele geben, weil ich dir ja versprochen habe, dass es noch konkreter werden darf. Ich merke gerade nur fortgeschrittene Zeit für alle,
10 Punkte, die ich da bis jetzt zusammengesammelt habe, wird es vielleicht nicht gehen, aber dann gibt es halt neue, weitere Folgen dazu, wo ich noch mehr erzähle. Deshalb an der Stelle vergiss nicht, hier diesen Kanal zu abonnieren, dass du keine dieser spannenden Folgen von mir dann versäumst. So, also Selbstreflexion. Das habe ich als einen Wort, als ein Baustein zum Thema Selbstfürsorge erwähnt. Aber wie kann man jetzt Selbstreflexion überhaupt tun? Kennst du es vielleicht? Hast du es schon getan? Tust du es schon? Tagebuch führen? Das haben wir als Kind, als Junge vielleicht getan. Oder du tust es eh, wie gesagt, jetzt auch noch. Oder wir nennen es ein bisschen moderner Journaling. Hier geht es darum, dass wir unsere Gedanken, Gefühle, Erfahrungen aufschreiben, dass wir quasi aus unserem System rausbringen, was uns belastet, dass wir das nicht in uns zirkulieren, sondern das aufs Papier bringen, dass uns durchs Schreiben auch bewusst wird, was uns gut tut. Ja, das und auch gleichzeitig nehmen wir hier auch wieder Zeit für uns selber. Dann Achtsamkeitsübungen habe ich zum einen natürlich erwähnt als einen Baustein, aber auf der anderen Seite sind sie auch eine konkrete Anleitung für Selbstreflexion, ja, weil wir mit Achtsamkeitsübungen auch wirklich in unseren Körper reingehen, weil wir wahrnehmen, was eigentlich in uns los ist, weil wir vielleicht Kontakt aufnehmen und fühlen und auch spüren, unsere Gedanken, Gefühle wahrnehmen und spüren, was es denn jetzt gerade braucht. Grenzen setzen hatte ich auch formuliert, da können wir separat drüber schreiben, schauen, Zeit für sich zu nehmen, Selbstfürsorge-Rituale zu entwickeln. Ja, da geht es darum, morgendliche oder abendliche Rituale zu haben, ja, sich ganz bewusst zum Beispiel auch, ich weiß nicht, vielleicht ein Dankbarkeitsritual täglich zu integrieren oder eben tatsächlich, wenn du es merkst, eine tägliche Meditation zu führen. Ja. Also all das unterstützt dich, obwohl ich es schon einmal genannt habe, andererseits auch wieder bei der Selbstreflexion. Jetzt möchte ich noch mit dir auf das Thema Selbstakzeptanz schauen und vielleicht auch ganz kurz noch zur Thematik Grenzen setzen, denn das sind wirklich wichtige Aspekte im Bereich von Selbstfürsorge. Wenn du schon ein bisschen ungeduldig bist, dich schon auf den Weg machen möchtest im Sinne von Selbstfürsorge, ist es gleich vorbei. Es dauert nicht mehr so lange. Bleib noch ein bisschen dran. Also, Selbstakzeptanz, was ist für Selbstakzeptanz wichtig? Zum einen, allem anderen voran, pass einmal auf, wie du mit dir sprichst, wie du über dich denkst, wie deine inneren Dialoge gestaltet sind. Ja, und schau, dass du das in eine positive Ausrichtung bringst. Ja, nicht nur immer zu schauen, was belastet mich gerade, was stört mich gerade, sondern sich zu drehen und zu schauen, was könnte mir jetzt gut tun oder auch, was macht mich denn einzigartig. Dann, wenn du Fehler entdeckst, ja, dass du dieses nicht immer als Fehler und als Niederlagen in dir abspeicherst, sondern dass du bewusst diese Chancen darin siehst, ja, welche Lernerfahrungen sind darin geborgen, welche Entwicklungsschritte kann ich dadurch tun. Dann, was auch ganz wichtig ist im Bereich Selbstakzeptanz und was einfach viele machen, ist, sich ständig mit anderen zu vergleichen. Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt, der uns immer schlecht ausschauen lässt. Deshalb, immer wenn du merkst, ich vergleiche mich schon wieder mit anderen, stopp, stop it. Und dann auch eben die Grenzen, über die habe ich auch schon gesprochen. Und bei Grenzen setzen, auch hier würde ich dir empfehlen, dass du das noch mehr konkretisierst, dass du in allen Lebensbereichen schaust, dass du schaust innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft, ja, wo braucht es denn da die Grenzen, weil wir da viel zu oft dazu neigen, unsere eigenen Bedürfnisse und Wünsche zugunsten der Menschen, die uns nahestehen, dann doch wieder zurückzustellen. Dann ganz klar gilt es, auf Grenzen zu setzen, im Bereich des Arbeitsumfeldes. Ja, oftmals fühlt man sich so innerlich verpflichtet, für andere einzuspringen. Irgendetwas muss getan. Ich meine,
alle Ehre deinem Engagement, aber nicht auf deine eigenen Kosten. Und dann können wir schon auch schauen, hinsichtlich dem sozialen Umfeld, heben wir vielleicht zu oft die Hand, wenn es darum geht, einen Elternvertreter festzulegen, niemand meldet sich, ja, dann melde ich mich halt. Ja, oder wenn es darum geht, weiß ich nicht, irgendwie im Kindergarten, in der Schule, irgendwas zu bringen, keiner meldet sich, ja, dann melde ich mich halt. Auch, dass wir hier schauen, dass wir uns nicht immer verpflichtet fühlen, soziale Verpflichtungen anzunehmen oder auch zu viele Einladungen zu Veranstaltungen, Treffen mit Freunden und so weiter. Du, ich first. Das sollte einfach immer vorne dran stehen im Sinne der Selbstfürsorge, dass wir wirklich auf das persönliche Wohlbefinden, auch im Sinne von Grenzen setzen, achten. Ja, aber jetzt haben wir schon viel Zeit verbraucht, nicht wahr? Deshalb stoppe ich für heute an der Stelle. Wenn du es noch nicht getan hast, drück auf den Button für das Folgen. Und es gibt auf diesem Kanal, das verspreche ich dir, ganz bestimmt noch mehr von wertvoller Inspiration hinsichtlich darum, wenn es geht, für deine Lebenskraft, für deine Weiblichkeit mehr Kraft und Stärke zu entwickeln, um dein ganzes Potenzial zu leben, ohne dass wir immer gleich in die Erschöpfung gehen. In diesem Sinn, Dankeschön für dein Dranbleiben, Dankeschön für dein Mit-mir-Sein. Ich freue mich, wenn du auf einen der anderen Links klickst, wir uns in einem meiner anderen Ausdrucksfelder wie Podcast oder E-Mail oder Yin-Akademie treffen. Bis bald und sonst wieder hier demnächst auf diesem Kanal.